Welche der folgenden vier Formeln berechnet ihr denn auch das Volumen eines Zylinders, wenn wir wissen, dass da zwei gleich große Kugeln perfekt hineinpassen? Ja, dazu müssen wir uns erstmal überlegen, ja Moment mal, wie kriege ich denn allgemein erstmal das Volumen eines Zylinders? Ja, das kriegst du so wie die meisten Volumina, nämlich Grundfläche mal Höhe. Ja, und die Grundfläche eines Zylinders ist doch ein Kreis. Ja, und Kreisfläche ist R² mal Pi. Und wenn du jetzt also das Volumen des Zylinders ausrechnen willst, Grundfläche mal Höhe, dann haben wir also die Kreisfläche erstmal als Grundfläche, R² mal Pi und jetzt nochmal Höhe. Das ist also die allgemeine Volumenformel für den Zylinder. Ja, aber blöd, ne? Die kommt nirgendwo vor. Aber wenn da zwei Kugeln perfekt hineinpassen und der Zylinder oben den Radius R hat, dann kannst du dir überlegen, dass dieses Stückchen hier bis zum Mittelpunkt der Kugel ja auch R sein muss. Mit anderen Worten, bis zur Hälfte des Zylinders sind es 2R und jetzt glaube ich, ist es klar, bis hier sind es dann 3R und die gesamte Höhe des Zylinders ergibt dann 4R, also 4 mal der Radius. Das heißt, ich kann das H ersetzen durch 4R. Machen wir das mal, den Rest schreibe ich ab. R² mal Pi mal und statt H schreibe ich jetzt eben 4R. Ja, und jetzt müssen wir nur noch zusammenfassen. Es ist ja alles mit mal, das heißt, ich kann die 4 schon mal nach vorne schreiben. Dann R hoch 2 mal R ergibt R hoch 3 und mal Pi schreibe ich auch noch. Naja, und wenn du es jetzt vergleichst, dann siehst du es, glaube ich, ganz schön. A ist richtig und das war Mathe mit Nick.